ist noch einer. Das ist jetzt der letzte EFA-Report, den wir noch mitnehmen. So. Board, den senden wir noch schnell raus. Und dann müssen wir aber auch unser Manöver fliegen. Denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass da noch viel Puffer sein wird. Für irgendwelche Spielereien. So. Also, wir sind fast in Richtung Mond unterwegs. SRS an. Fuel Cell aus. So, ich denke mal, ich fange so bei einer Minute den Burn an. Wir müssen 861. Ich habe 836. Das heißt, wir werden ein bisschen was auf dem kleinen Triebwerk fliegen müssen. Das wird uns Zeit kosten, aber oh, vielleicht machen wir es auch 50 Sekunden. Komm, wir gehen noch ein bisschen ran. Ich habe gesagt, wir gehen noch ein bisschen ran. Verdammt! Zu viele Biome unter uns. Aber das hat auch schon mal ordentlich Science gebracht, auf jeden Fall. So, und jetzt aufpassen, dass wir es nicht verpassen. So. Wo stehen wir science-technisch eigentlich? Bei 67 schon wieder. Jetzt noch ein EFA-Report. Ah, komm. So viel Zeit muss sein. Schnell rein. Und ich würde sagen, jetzt können wir auch losfliegen. Spät genug. Das reicht, das ist exakt genug wird das Manöver. Den Rest müssen wir dann halt ein bisschen anpassen. Mit einer kleinen Kurskorrektur zwischendrin. Und wir sind unterwegs mit unserer Transmooner Injection in Richtung Mond. Und wie man merkt, der Luis ist noch nicht so super erfahren. Der schwankt noch ein bisschen beim Steuern. Aber wir können jetzt auch mal einfach aus Optikgründen unsere Antenne aufklappen. Einfach nur, weil es cool aussieht, mit unserem Antennenmobil rumzufliegen. So, und wir brennen uns jetzt raus in Richtung Mond. Gute Chance, nochmal was zu trinken. Und vor allen Dingen lädt das auch gerade unsere Fuelzellen ein bisschen auf. So, hier haben wir auch nochmal einen neuen Speed-Record. Und jetzt gucke ich mir das mal an, was hier so auf dem Radar passiert. So, jetzt schön vorsichtig. Wahrscheinlich ist eh gleich der Tank alle. Wo man vom Teufel spricht, da war der Tank alle. So, wir machen Separation auf die letzte Stufe. Und ab jetzt wird die Fuelzell wichtig, denn wir haben jetzt nur noch die Fuelzell, um Strom zu erzeugen. Denn die Antriebe machen jetzt keinen, oder der Antrieb, der letzte, den wir haben, macht keinen Strom mehr, aber hat dafür natürlich eine unheimlich hohe Effizienz. So, jetzt bremsen wir uns hier mal sauber ein auf, schön vorsichtig, um und bei 10 Kilometer. Tak, 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 tak. Na komm, kleinen Schwung. 10.421 bis 22 Meter, das reicht uns. Okay, ich würde sagen, wir sind vorbereitet und jetzt schleiche ich mal noch im Langsamgang mit Science Alert in den High Orbit. Ab High Orbit wird sich nicht mehr so viel tun, da können wir es dann erstmal ausschalten, bis wir am Mond drüben sind. Aber wir gucken mal, was es noch gibt. So, genau, das ist meine Laserkanone. Das ist geheime Militärtechnologie von Kerbin, die soll ich am Mond testen und ein paar Steine auseinanderschnetzeln. Oder natürlich böse Aliens erschießen. Wenn es Aliens gibt auf dem Moon. Wir wissen es ja noch nicht. Ihr wisst ja gar nicht, was für Mods ich alles installiert habe. Vielleicht gibt es ja da Aliens. Wer weiß. Wer weiß. So, bevor ihr euch fragt, warum ich das Experiment hier mit der Material Study nicht mache, das ist natürlich für den Low Moon bei Vorbeiflug gedacht. Da gibt es am meisten Punkte. Ich werde irgendwann auch mal eine Material Study hier machen. So, wir sind noch nicht im High Orbit angekommen und hier gibt es auch noch keine Eva. Jetzt sind wir im High angekommen und, ach guck mal, Temperature Scan habe ich hier noch nicht gemacht und Atmospheric Pressure Scan. Und jetzt zeige ich euch mal das Ding, nachdem ich das hier machen will. Und zwar, was Luis dann einfach immer tun wird, auch mit den Sachen da unten, bevor ich sie absprenge. Er geht da einfach hin, klaut sich die Daten raus und packt die hier oben rein. Und dann sind wir alle ganz glücklich und können weiterfliegen. So, und da wir jetzt an dem Punkt sind, wo eigentlich nicht mehr viel passiert, bis wir am Mond sind, würde ich sagen, gehe ich mal in den Zeitraffer. Und wir beschleunigen das Ganze ein bisschen. Ich habe jetzt deswegen auch Science Alert ausgemacht. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen mit dem Stromverbrauch. Das sieht aber ganz okay aus. Hä? Wird der niedriger? Guck mal, ist ja witzig. Guck mal, von 3,0 geht er auf 003 zurück bei 1000. Na, dann fahre ich natürlich mit 1000-fachem Zoom. Schöner Bug. Das macht sehr viel entspannter. Müssen wir die Batterie nicht ganz so viel aufladen. Das ist doch schön. So. Und nein, wir beschwören hier heute keine Kraken. So, jetzt sind wir am Mond angekommen. Also zumindest in der Nähe vom Mond. Da hinten ist er auch schon. Das heißt, ich mache mal wieder Science-Nupsi an.
Und Science Nupsi dreht völlig durch, denn alles, alles kann gemacht werden. So, und jetzt müssen wir nur aufpassen. Und guck mal, jetzt passiert genau Folgendes. Jetzt muss ich mal aufräumen hier. Durch unser Mondprogramm bekommen wir jetzt statt 130.000 oder statt sehr viel weniger, bekommen wir 104.000 Bonus, nämlich 400% Bonus obendrauf für dieses Achievement. Und nebenbei haben wir auch noch die Kerbin Influence Sphere verlassen. Und wir haben unseren Explore the Mann Auftrag schon erledigt, weil das ist ein Flyby. Mehr wollten die nicht von uns. Und das gibt auch nochmal ordentlich Kohle. So, jetzt behalten wir aber mal hier unseren Strom im Auge, während ich die ganzen Sachen rüberfunke. Dass hier keine schlimmen Sachen passieren. Magnetometer haben wir auch irgendwo. Irgendwo haben wir eins. Magnetometer. Da ist es. So, das sind alles Sachen, die ich mehrmals benutzen kann. Und ganz ehrlich, das Magnetometer ist momentan einfach mein Lieblingsexperiment, weil das so cool ist, da was auszufahren. Fetzt auf jeden Fall sehr. So, Temperature Scan können wir noch speichern. Atmospheric Pressure Scan können wir auch schon mal speichern. Die beiden hebe ich, wie gesagt, für den Space Near Mann auf, damit wir das Maximum rausziehen können. Aber den EVA Report nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, jetzt haben wir das. Dann können wir den auch noch versenden. Na, reicht das noch? Wahrscheinlich knapp noch. EVA Report. So, jetzt müssen wir aber mal die Batterie hier anwerfen oder die Fuel Cell anwerfen. So, ich mache den jetzt erstmal wieder aus, weil der nervt uns sonst bei jedem weiteren. Ach, ich habe hier noch einen EVA Report. Hervorragend. Okay, und den Temperature Scan und den Atmospheric Pressure Scan, die heben wir auf. So, jetzt habe ich es total verpasst. Wer ist... Kerbinization ist jetzt ein Kerbonaut. Hallo, Kerbinization. Der Name passt ziemlich gut zum Channel, muss ich sagen. So, und dann ziehen wir das hier mal wieder ein. Das sieht sonst so unordentlich aus. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt mal unseren ersten Schwung... Habe ich die hier schon gespeichert? Space High over Kerbin? Space High over Kerbin. Ne, die sind noch nicht... Die habe ich noch nicht abgeholt, ne? Die müssten da noch drin. Review Data, ja, die muss ich noch abholen. Ah, schnell, schnell! Da muss der Luis noch ran. Ich bin morgen nicht am Start, aber am Sonntag mache ich einen Livestream auf YouTube. Ich habe auch einen verlinkten YouTube-Kanal. Da wird dann Hardcore Kerbal, das ist die Serie, aus der diese Idee hier entstanden ist. Die ist auch schon ein bisschen weiter. Da sind wir, glaube ich, bei Folge 104 am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann man sich dann auch nochmal einen Livestream antun. So, damit haben wir die Daten. So, gut. Sehr schön. Gut. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Strom ist aufgeladen. Ich mache die Fuel Cell mal wieder aus, dass keine schlimmen Sachen passieren. Und dann können wir uns mal langsam ranwarpen. Wir haben eine Stunde und ein bisschen bis dahin. Und wir haben schon wieder irgendwas geschafft. Ah, First Scientific Data from the Mann. Gibt auch wieder einen dicken Bonus oben drauf. Also eigentlich hätten wir 49.000 weniger bekommen. Aber das Mondprogramm bringt uns kohletechnisch, guck mal, wo wir schon wieder stehen, richtig nach vorne. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das hilft uns natürlich, weil Kohle werden wir brauchen. Viel, viel Kohle. Und was wir jetzt als nächstes schaffen müssen, ist, wir müssen unter 100.000 Meter Höhe kommen, damit unsere Touristen zufrieden sind. Die werden jetzt gerade ein bisschen durchgeschleudert. Das ist natürlich rein aus professionellen Gründen, damit die alle Richtungen gucken können. Obwohl, vielleicht muss ich die Fenster mal drehen, damit die in alle Richtungen gucken können. So. Zack. So, ne? Wollen wir mal gucken, was die Touristen so zu sehen haben gerade? Wo ist denn der Mond? Oh, der Mond. Falsche Richtung. So, das kriegt man hier als Tourist also geboten. Ganz live, Live-Bilder direkt von der Mondoberfläche. Und sie hier sieht nicht ganz so viel. Naja, man kann nicht immer alles haben, ne? Man kann nicht immer alles haben. Aber ich glaube, die zwei sehen ganz happy aus insgesamt. Also sie lachen zumindest und auch der Luis ist ziemlich glücklich. Und ich denke mal, in wenigen Sekunden, Minuten, was auch immer, ich mache gleich einen Zeitraffer rein, aber vorher trinke ich noch einen Schluck, haben wir es soweit, dass wir den Touristenauftrag auch erledigt haben. Und bevor wir das machen, können wir schon mal gucken, ob es vielleicht schon irgendwas Neues für uns gibt, weil das ist auch ein recht praktisches Mod. Irgendwas, was man machen könnte.
wenn wir hier eh schon unterwegs sind, aber ich sehe gerade nichts. Aber das hier können wir mal Test at the Launch Site, das können wir schon mal annehmen für später, das können wir mal nebenbei erledigen. Kerbin, Kerbin, one tourist to low Kerbin Orbit, one tourist over the Battlelands, North Pole. Na gut, na gut. Im Moment noch nix, aber wir warten mal, was passiert, wenn wir wieder zurück sind. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mal den Touristenvertrag ab. Das gibt ja auch wieder ordentlich Reputation. Obwohl der ist erst abgeschlossen, wenn ich sie zurückbringe. So, jetzt müssten unsere Touristen zufrieden sein. Sind sie auch. Also wir können die jetzt dann nur noch, oder müssen die nur noch nach Hause bringen in einem Stück. Und ich glaube, darauf sind wir auch ganz gut vorbereitet. Jetzt kommt natürlich der spannende Teil. Ich lade nochmal die Batterien auf, bevor wir ins große Wissenschaftspunkte-Ernten übergehen. Weil wenn wir jetzt gleich tief dran vorbeifliegen, können wir auch wieder alle Instrumente abfeuern. Wir können Evas über jedem Biom machen und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir, guck mal, wir sind schon bei 124 Science-Punkten, dass wir hier richtig gut was mitnehmen von der ersten Mission von Luis. Also Luis, ich weiß nicht, ob du es gerade siehst oder ansonsten, wenn du die Aufzeichnung siehst, Daumen hoch, gute Arbeit bisher. Wenn du das mit der Landung jetzt auch noch so sauber hinbekommst, dann bin ich tatsächlich positiv überrascht. Und ich glaube, sobald wir unter die 60 Kilometer gehen, sind wir im Space near the Mann. Ich prüfe das mal. Crew Report? Jawohl. Okay, den können wir auch direkt senden. Und dann machen wir den Science Alert an. Fuel Cell erstmal aus. Und jetzt fangen wir mal mit den wichtigen Sachen an. Oder den Sachen, die sich wiederholen könnten. Das ist nämlich der Eva Report. Dann können wir den Mystery Goo beobachten. Ups. Dann können wir die Material Study machen, also unsere Materialien. Die hohe Strahlung hat dafür gesorgt, dass einige der Proben zu glühen anfangen. 75 Science-Punkte. Hervorragend. So, haben wir das auch. Atmospheric Pressure Scan. Verrückt. Immer noch keine Atmosphäre. Und ja, es ist wahrscheinlich kalt. Nehme ich mal ganz stark an. So. Das sieht doch alles soweit ganz gut aus. Und jetzt müssen wir noch das Magnetometer... Nein, erstmal müssen wir noch einen EVA-Report machen. Neuer EVA-Report. Diesmal über den Midlands. Und wir boarden wieder. Und jetzt können wir das Magnetometer suchen. Da ist es. Und holen uns nochmal Magnetometer-Daten. Und das müssen wir gleich alles einmal einsammeln gehen. So, die können auch direkt rübergefunkt werden. Und jetzt können wir schon mal gucken, was es hier noch alles gibt. Also, der EVA-Report kann weg... Der Temperature Scan bleibt, der Temperature Scan bleibt und der Eva Report kann auch noch weg. So, dann haben wir schon mal was rübergesendet. Die Fuel Cell sollten wir vielleicht mal nebenbei laufen lassen. Oh, hat das noch geknappt mit dem Senden? Ich glaube nicht, oder? Passt. Okay. Jo, und jetzt müssen wir einmal, ob es uns gefällt oder nicht, aussteigen und den ganzen Kram einsammeln. Und das macht der Luis mal auf einer Eva. Das Schöne ist, auf der Eva können wir nebenbei zum Glück Eva-Reports machen, wie der Name halt so heißt. So, und der Luis versucht sich jetzt mal dran, den ganzen Kram hier einzusammeln, den wir gesammelt haben, weil ich bin ganz zuversichtlich, dass wenn wir das alles wirklich in einem Stück mit nach Hause bringen, die ganzen Wissenschaftsdaten, dass wir da richtige Fortschritte im Tech-Tree machen können. So, wir nehmen uns das Mystery Goo raus. Wir nehmen uns, hoppala, hier geblieben. Wir nehmen uns die Daten aus dem Science Junior. Dann ist er natürlich inaktiv, genau, aber wir haben ja das Optimum rausgeholt, würde ich sagen. So. Und Idel, du sollst doch nicht den Kraken beschwören. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Du machst dich doch immer nur unbeliebt. Ich weiß, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen, aber darum geht's doch hier nicht. Es gibt doch bestimmt YouTuber, die richtig schlecht Kerbal Space Program spielen. Da kannst du doch hingehen und den Kraken den ganzen Tag beschwören, aber hier ist es doch einfach unfair. Die Touristikmission glaube ich nicht, dass sie geresettet worden ist. Wir haben es ja abgehakt. Ich gehe jetzt gleich mal an Bord, dann werden wir es ja sehen. So, ich müsste eigentlich alles haben. Grab und wie viele kann ich storen? Ja, 4 Stück, das passt. So, die Touristikmission ist immer noch sauber, aber wir sind auch immer noch in einem Flyby von unter 10 Kilometern. Das heißt, wir sind eigentlich, was das angeht, sauber. Wir können hier nochmal gucken, ob es neue Missionen gibt, nach dem, was wir so geschafft haben.
Landed at Kerbin ist auch noch ein guter Vertrag, um das nebenbei zu machen. Ich nehme die vor allen Dingen auch deswegen an, weil ich kann ja jetzt 7 Verträge annehmen. Und wir können dann so nebenbei Slots freiräumen für neue Verträge. Aber hier ist noch nicht allzu viel zu holen. So, und jetzt machen wir einen schönen flachen Flyover auf knapp 5000 Meter überm Terrain. Und ich würde sagen, das gucken wir uns nochmal aus der Touristenansicht an. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, dass wir die Hütte mal stabil bekommen. Und jetzt zeige ich euch mal, was unsere Touristen zu sehen bekommen, während wir sie hier ganz gemütlich am Mond vorbeifliegen. Und ich würde sagen, das ist doch auf jeden Fall mal was. Da kann man auch mal 100.000 Funds pro Person für berappen, oder? Ich meine, ist insgesamt nicht schlecht. Wir sind auch ganz schön schnell unterwegs, muss ich sagen. So, aber jetzt genug der Touristik. Wo bin ich denn hier? Ah, da. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Zeitraffer rein. Oh, ich muss die Fuelzelle ausschalten, sonst läuft uns da der Treibstoff leer. So, das ist leider ein bisschen schade. Die läuft halt auch, wenn sie keinen Strom erzeugt. Leider mit. Leider, leider. Ist ein bisschen traurig. Und ich lasse das hier mal laufen. Wir müssten nämlich, wenn wir ein neues Biom kriegen, dann auch einen Zeitrafferstopp kriegen. Und zumindest solange wir noch unter 60 Kilometer sind, ist das nochmal eine neue Eva. Ha, wenn man vom Teufel spricht. Das war ein bisschen zu schnell, Freunde. Ich hänge mich schon mal raus. Vielleicht kommt das ja noch gleich mal, was eben war. Das war aber ein bisschen zu klein. Das ging zu schnell. Ah, okay. Kommt wohl nicht wieder. Na gut. This time you win, Zeitraffer. This time you win. Ich warte. Oh. Oh. Ganz kurz hat es gezuckt, aber das war dann wohl high over. Also mehr gibt es wohl nicht. Erstmal. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht beschweren. Wir haben jetzt schon fast 200 Science-Punkte und es steckt noch einiges in diesem Raumschiff drin. So, und jetzt heißt es eigentlich Moon Escape und dann müssen wir uns mal. Wir sind jetzt auch auf einem Kerbin Escape, haben aber noch einiges an Delta V. Wir müssen uns jetzt nämlich einen Kopf machen, wie wir nach Hause kommen wieder. Wir haben nämlich noch 2 Tage und 4 Stunden Happa Happa und danach wird es den Touristen ein bisschen flau im Magen und das wollen wir natürlich nicht. Die haben ja schließlich das All-Inclusive-Paket gebucht und All-Inclusive heißt, wir ziehen das natürlich vollkommen durch mit, was weiß ich, Snacks, Drinks, frischem Sauerstoff, fast frischem Sauerstoff, quasi nahezu überhaupt nicht gefiltertem Sauerstoff. So, ich zeitraffe das jetzt mal ein bisschen schneller. Ihr seht auch, wie die Supplies schnell nach unten gehen. Die sind ganz schön verfressen, die Typen. So, und jetzt würde ich sagen, gibt es eigentlich gar nicht viel zu tun, außer zu bremsen, ne? Einfach mal nur bremsen. Ich gucke hier mal noch, ob es schon irgendwas gibt, was wir noch schicken können. Und der Robnex ist jetzt auch ein Carbonaut. Vielen Dank. Ja, heute scheppern ja die neuen Leute hier in den Kanal rein. Das gibt's ja gar nicht. Sagt man bei Twitch Kanal? Ich glaube, man sagt Kanal. Ich als alter YouTube-Experte. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier tue. So. Kein Essen, kein Spucken beim Eintritt. Das ist natürlich eine gute Logik, Castor. Das gefällt mir. Ja, ich finde auch die neue Skybox ist echt hübsch. Bringt das Düstere vom Weltall noch ein bisschen besser rüber. Und gefällt mir. Also war ein schöner Tipp. Wer auch immer mir die geschickt hat. Ich vergesse ja sowas immer schnell. Okay, jetzt gucken wir uns auf der Map an, was wir hier tun. Ich gehe jetzt voll in die Eisen und bremse uns erstmal in einen Kerbin Orbit. Und dann versuchen wir den natürlich so schnell wie so flach wie möglich zu bekommen. Damit es auf jeden Fall, wie sollte ich sagen, schnell geht, damit hier keiner Hunger leiden muss. So, die Periapsis ist jetzt auf 9 Millionen. Es zappelt hier immer noch so ein bisschen rum, weil ich immer mal wieder den Mond mit erwische. Das lässt sich ihm aber sicherlich auch noch austreiben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben noch 2000 Delta V, also noch ist alles gut. Wir sind auf 6 Millionen Meter runter, also 6000 Kilometer Höhe und schrumpft und schrumpft und schrumpft. Hauptsache, wir schlagen nicht zwischendurch nochmal auf den Mond auf. Kurzer Schluck. Das ist auch ganz wichtig, ne? Im Weltall muss man immer dran denken, ordentlich hydriert zu bleiben. Es gibt ja nichts Schlimmeres im Weltall als Dehydration. Und deshalb habe ich hier mein isotonisches alkoholisches Sportgetränk stehen. So. Und jetzt müssen wir mal aufpassen. Ich wollte so auf ungefähr 100 bis 80 Kilometer runter. Bisschen vorsichtiger.
So, und da sind wir in einem Tag und 5 Stunden. Ach, das sieht aber gut aus. 2 Stunden und 3 haben wir noch Essen. Das heißt, wir schaffen es wahrscheinlich sogar. Ja, das ist eine gute Höhe. Da können wir dann nochmal die Bremsung einlegen, weil wir haben noch 1800 Delta, 1600 Delta V im Tank. Um hier rauszuschießen, sich braucht man ungefähr 900 Delta V. Summa summarum, das, was man in die eine Richtung braucht, braucht man logischerweise auch in die andere Richtung. Also brauchen wir ungefähr 900 Delta V zum Bremsen, damit wir hier noch einen schönen Wiedereintritt machen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich uns nicht eine Landung in der Nähe vom Kerbin Space Center organisieren kann. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, was hier passiert. Ah ja, ich habe jetzt noch ein Achievement, auch für das Mondprogramm scheinbar. Und zwar haben wir den Gravitationseinfluss des Monds, also seine Sphere of Influence, wieder verlassen, seine Einflusssphäre. Das gibt auch nochmal Bonus und das heißt, wir sind mittlerweile bei 480.000 Körbel-Dollar. Ich weiß gar nicht, wo wir waren, als wir die ganzen, bevor wir die ganzen Gebäude geupgradet haben, aber da müssten wir in einem ähnlichen Niveau gewesen sein. Auch so 400 irgendwas und ein bisschen. Ja, das geht schon. So, jetzt zoomen wir uns mal rein, würde ich sagen. Ich behalte ein bisschen Freund Strom im Auge. Oh, ihr seht, die Supplies rattern fröhlich nach unten. Aber wir sind gut unterwegs. Wir können mal den Fokus auf Körben umstellen, dass das ein bisschen besser zu sehen ist, wann wir reinkommen. So, und jetzt ziehen wir uns rein, aber das müsste relativ flink funktionieren. Und mit dem ordentlichen Abbremsen vorher sollte auch das mit dem Ablator kein Problem sein. Das heißt, wir nähern uns kritisch dem Punkt, wo ihr die C-Can-Mod-Liste von mir bekommt, nämlich nach erfolgreicher Landung. Und das sieht alles so aus, als ob das tatsächlich eine erfolgreiche Landung werden könnte. Ich möchte es noch nicht zu früh feiern, aber ich bin relativ positiv eingestellt, dass das klappen könnte. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht zu schnell reinkommen. Oh, sind das wir? Ne, das ist der Mond. Oh, guck mal, der Mond macht einen Schatten auf Körben. Meine Güte, 1-2-2 ist echt schick geworden. So, 2 Minuten noch. Jetzt nehme ich mal langsam den Druck raus. Wir haben 2 Minuten Brennzeit. Das heißt, ungefähr die Hälfte davon werden wir brauchen. Eine Minute irgendwas. Das heißt, wir haben noch gut Zeit, das vorzubereiten. Hier ist das Kerbin Space Center, das heißt, wir müssen eh noch eine Runde drehen. Schauen wir mal. Also, wir gehen jetzt mal auf die Periapsis zu. Und ich denke mal, bei einer Minute zünde ich das Triebwerk, dass wir uns hier langsam annähern können. Und ich gucke nochmal, ob es mittlerweile irgendwas Schönes gibt. Science Data vom Space Around Kerbin könnt ihr haben, da sind wir nämlich gerade. Noch irgendwas Lustiges? Launchzeit. Ja, auch gerne noch das. Plant Flag on the Moon. Da müssen wir eh früher oder später hin. Sehr schön, na, das waren ja ein paar schöne Verträge. So, jetzt müssen wir einmal kurz die Science Data schicken, bevor ich das vergesse. So, dann kurz die Fuel Cell an und Feuer frei für unser Bremsmanöver, bevor ich auch das noch vergesse. Aber wir sind noch 30 Sekunden drüber, das heißt, sieht alles gut aus. So! Ach, das liegt nicht an der 1.22, dass man einen Mond. Der Schatten einen Mond auf Kerbin wirft, dann ist es irgendein tolles Mod, was ich installiert habe. Egal. Aber es ist ein Schatten vom Mond auf Kerbin. Finde ich gut. Mondfinsternis. So, also wenn ich jetzt den Wiedereintritt nicht verpatze, dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. Dann sollte das ganz gut klappen mit der Mission. Dann ist das hier quasi ein Durchmarsch. So, nochmal 18.000 davon. Oh, wir sind schon über 500.000. Hammer. Richtig gut. Ach gut, das waren die ganzen Prepaids jetzt für die anderen Missionen. Ja, natürlich. Entschuldigung, natürlich eine Sonnenfinsternis. Ja, alles gut. Hört mir nicht zu und versteht auch nicht, was ich sage, sondern versteht bitte, was ich meine. Natürlich ist es eine Sonnenfinsternis, wenn der Mond die Sonne verfinstert. Ihr habt komplett recht. Wer weiß. Ja, Kerbinization, ich weiß es nicht, ob das überhaupt vom Mod kommt oder ob das irgendwelche Grafikaussetzer sind oder ob es am Stream liegt oder sowas. Mir ist es bis jetzt noch gar nicht aufgefallen, dass die Sterne flackern. Also nochmal alles gut. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier nicht zu tief gehen. Oh, das war schon ein bisschen aktiv. Aber gut, wir wollen eh da hinten irgendwo bremsen. So, das heißt, wir können jetzt mal gucken. Wartet mal, wenn ich hier hinten ein bisschen weiter bremse, dann müsste das dafür sorgen, dass die Periapsis nach hier verschoben wird. Wir müssen sie irgendwo hier so hinballern, denke ich mal.
damit wir da rauskommen. Ich versuche es einfach mal gucken, wie nah wir es schaffen. Das ist, ich sehe das jetzt eher sportlich. So, Add Manöver. Ja, okay, das funktioniert schon mal so wie gedacht. Aber es ist mir ein bisschen zu nah dran noch. Ich würde es da so hinsetzen, glaube ich, vom Versuch her. Und ich würde auf ungefähr 25 gehen. Ist jetzt nur mal so ein Versuch, vielleicht mal ein Gefühl zu entwickeln. So. Oh, wir sind aber auch ziemlich weit ab vom Kurs, ne? Kerbin Space Center ist ein bisschen weiter oben. Da so irgendwo. Jetzt sind da natürlich Wolken drüber, aber da müsste es irgendwo sein. Ne, da ist es. Höher. So. Ja, wenn, dann machen wir das ordentlich. Zack, sind wir noch drüber? Ja. So, jetzt schön wieder auf 25 Kilometer. Sind wir noch da vorne? Ja, 25 Kilometer. Überflug übers Kerbin Space Center. Ich vermute, dass wir hier irgendwo einen Splashdown machen. Irgendwo hier vorne. Mal gucken, was tatsächlich passiert. Ich bin sehr gespannt. So. Gut. So viel zu dem Thema. Unser Manöver ist gesetzt. In 7 Minuten ist es soweit. Ich kann den Strom jetzt eigentlich durchlaufen lassen. Wir waren sehr sparsam. Durch diesen lustigen Bug mit dem Tausender. Guck mal, da hinten ist die Sonnenfinsternis auch noch zu sehen. Jetzt habe ich schon wieder Mondfinsternis gesagt. Sonnenfinsternis. So, ich gehe mal in Screenshot-Modus. Lasst euch nicht aufhalten. Jeder, der screenshotten will, kann das jetzt tun. Screenshot. Auch gerne mit Touristen-Mode. So, wartet mal. Kriege ich das noch rechtzeitig hin? Vielleicht kriege ich das noch rechtzeitig hin. Wartet. Ah, nein, kriege ich nicht. Man kann es nicht sehen von den Touristen aus. Schade. Na gut, kein Touristenmod. Gibt halt nur den normalen Screenshot. So, ich hoffe, ihr habt euch einen Screenshot gemacht. Ja, Körbelfinsternis ist noch ein bisschen korrekter, weil es nicht Sonne heißt. Es ist natürlich eine Körbelfinsternis. Ihr seid alle fürchterliche Klugscheißer, das ist euch hoffentlich bewusst. Versucht ihr das mal, hier alles zu fliegen, alle am Leben zu lassen und gleichzeitig noch keinen Blödsinn zu reden. Das ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Also ich habe so schon Probleme, keinen Blödsinn zu reden. Und wenn man nebenbei noch spielen muss, macht es das nicht unbedingt einfacher. So, 30 Sekunden Burn. Den haben wir jetzt gleich. Zack, 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 zack. So, wir müssen da so hin. Jetzt schauen wir mal, dass wir den halbwegs hinbekommen. Den Burn. Im Tank haben wir auf jeden Fall noch genug. So, dementsprechend feuerfrei und wir gucken uns das mal auf der Karte an, wie es funktioniert. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wir dürfen jetzt nur nicht zu weit abweichen davon, weil auf jeden Fall nicht zu steil rein, sonst wird das ungesund, weil die Kapsel, so wie sie konfiguriert ist, nicht 1000% aerodynamisch ist. So, jetzt schön langsam, schön vorsichtig. Das sieht gut aus. So, Kerbin Space Center hat sich, glaube ich, ein bisschen weiter gedreht. Komm schon. Give me more. Da ist es nämlich. Wir müssen noch ein bisschen höher, weil Kerbin wird sich auch weiter drehen. So, und jetzt gehen wir retrograde und bremsen das wieder runter. Ah, schwierig alles. Schwierig das alles. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich will halt unbedingt am Kerbin Space Center vorbeifliegen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen über-ehrgeizig, aber manche Dinge müssen einfach sein. Die müssen nicht immer Sinn machen, sondern die tue ich einfach nur für mich. Auch nicht für euch, die tue ich wirklich nur für mich. So, und jetzt zoomen wir uns mal an die Atmosphäre ran. Science-mäßig gibt es hier, glaube ich, nichts, was wir noch tun könnten. Aber wir können mal die ganzen Türen zumachen, dass das nachher beim Verglühen cool aussieht. Und sich nicht allzu viel überschlägt. So, und wir können auch schon mal die Dinger hier vorbereiten, solange wir noch Zeit haben. Und ihr seid ganz kurz davor, wenn ich das jetzt hinbekomme, das Seekern-File zu bekommen. Ich hoffe, die Spannungskurve ist schon entsprechend hoch. So, beide Schirme sind scharf. Hauptschirm auch noch hinterherziehen. Den machen wir ein bisschen eher auf.
um schon mal vorzubremsen. Dafür machen wir später erst ein Full Deploy. Zack. Parachute. So, wir sind vorbereitet. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch aufhalten kann, ist ein Vollverlust. So, und ich sehe das schon kommen. Ich werde euch das Seacan-File verlinken und es werden einfach mal 50% der Zuschauer offline gehen, weil ihr alle wie die Wilden anfangen, selber zu zocken. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen?